Ich möchte herausfinden, ob sich die Ergebnisse mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung bringen lassen. Bei jemandem, der so jung ist, wird die Diagnose selten gestellt. Aber sie erfüllen die Kriterien. Zunächst kann es die 50-jährige Alice Howland kaum glauben, aber der Verdacht bestätigt sich. Sie hat Alzheimer in einer seltenen, besonders früh auftretenden Form. Die fortschreitende Krankheit stellt die gesamte Familie vor enorme Herausforderungen. Also wenn du mich fragst, ist das alles lächerlich, absoluter Blödsinn. Du hast doch mal verdammt, warum nimmst du mich nicht ernst? Ich weiß, was ich fühle. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Es ist, als ob mein beschissenes Gehirn verrecken würde. Und alles, wofür ich mein gesamtes Leben gearbeitet habe, geht verloren. Es geht alles verloren. Julianne Moore wurde für ihr eindringliches Spiel mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. So sehr Julianne Moore im Mittelpunkt des Filmes steht, so treffend besetzt sind auch die Nebenrollen. Unter anderem mit Alec Baldwin und Twilight-Star Kristen Stewart. Das, du kannst deine Lage nicht ausnutzen, nur damit ich alles tue, von dem du nicht willst, dass ich das nicht. Weil es nicht fair Na ist. Na und, ich muss nicht fair sein. Ich bin deine Mutter. Die Kritik der Kulturredaktion, Julianne Moores Stottern, ihr Ringen nach Worten, die eigene Verzweiflung darüber und wie die Familie schließlich beginnt, in Gegenwart der Mutter in der dritten Person über sie zu reden. All das schafft Momente von leiser Grausamkeit, die berühren. Momente, die zugleich effektvoller sind als die lauten, mitunter allzu theatralischen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und nicht, was ich als nächstes verliere. Wir haben Sprengladung gezündet. Wir haben kein freies Schussfeld, wir gehen runter. Brücke aus. Johannesburg in der nahen Zukunft. Verbrechen werden durch Polizeiroboter, sogenannte Scouts, bekämpft. Dean, der Erfinder der Scouts, pflanzt einem von ihnen versuchsweise eine künstliche Intelligenz ein. Chappie ist geboren. Du bist Chappie. Chappie. Chappies Verstand entwickelt sich wie der eines Kindes, nur viel schneller. Chappie will malen. Wow. Slumdog-Millionär-Star Dave Patel spielt den jungen Robotikforscher Dean, Hugh Jackman seinen korrupten Gegenspieler. Mit dabei sind auch die Mitglieder der überdrehten südafrikanischen Band Die Antwort. Muss cool sein. Nicht lachen, ich bin cool. Ja, du bist cool. Selbst wenn du eine Waffe ziehst, dann musst du cool sein. Boom! Los, versuch's, tu's. Ich kann keine Menschen nicht erschießen. Was? Ich kann sie nicht erschießen, sie haben mir nichts getan. Die Kritik der Kulturredaktion. In seinem überdreht unterhaltsamen Science-Fiction-Spektakel stellt Neil Blomkamp sehr aktuelle Fragen nach der Essenz von Menschlichkeit. Was ist Bewusstsein? Und ist die künstliche Intelligenz weniger wert als der menschliche Geist? Oder ihm gar nicht nur logistisch-rechnerisch, sondern sogar moralisch überlegen? Chappie gibt eine zwiespältige Antwort. Vor dem beherzten Blechmann braucht niemand Angst zu haben. Das Monster ist der Mensch. Ein denkender Roboter bedeutet das Ende der Menschheit. Zerstören Sie diesen Roboter. Verbrennen Sie ihn zu Asche. Papa, du bist doch nicht behindert. Ich freue mich auf dich zu sehen, aber wir müssen unser Glück ja nicht mit der ganzen Welt teilen. Na los, mach auf! Die Welt der Béliers ist eine laute, obwohl bis auf Tochter Paula alle gehörlos sind. Und deren Übersetzungskünste sind für ihre Familie unerlässlich. In allen Lebenslagen. Außerdem sollten sie für eine gewisse Zeit keinen Geschlechtsverkehr haben. Wie lange? 3 Wochen. Als ihr Musiklehrer sie ermutigt, sich an einer renommierten Pariser Musikschule zu